Herzlich willkommen bei Folge 449 von Star Trek Online. Könige und Königinnen, die Quest Abgrund des Skorpions. Das hier ist Teil 5. Wir sind seit Folge 445 damit beschäftigt, diese Mission hier zu erfüllen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Anführerin der Eterianer, Tarsen Fey, hat uns nach Deep Space Nine zu einem Missionsbriefing gebeten. Dort hat uns Captain Esri Dex erklärt, die Verbündeten hätten nützliche Technologien und taktische Daten von den Eterianern erhalten, die im Kampf gegen das Borg-Königreich hilfreich wären. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, den Flüssigraum der Undinen zu betreten und ein dort vermutetes dimensionales Portal, einen Wirbel oder sowas aufzuspüren. Dabei sind wir auch auf die bereits dort befindlichen Borg gestoßen, die sich mit den Undinen im Gefecht befanden. Und nachdem wir die Undinen im Gefecht unterstützt haben, die Borg dort erstmal bekämpft haben, haben die Undinen zu aller Überraschung eine Allianz gegen der Borg zugestimmt. Gemeinsam mit den Undinen haben wir dann einen Borg-Unikomplex kampfunfähig gemacht und die Begleitschiffe des Komplexes ausgeschaltet. Wir befinden uns hier noch an Bord dieses Borg-Unikomplexes. In Folge 447 haben wir dann zwei Außenteams in den Unikomplex gebeamt, also Team Alpha und Team Beta, um dort mit einem Team die Waffen zu aktivieren und das zweite Team sollte die Schilde und den Energiestrahl abschalten. Wir sehen hier die einzelnen Missionspunkte nochmal auf der rechten Seite, hier die wesentlichen, die wir durchgehen mussten. In Folge 448 waren wir dann in Position, um die Schilde abzuschalten. Allerdings beim Versuch, die Schilde abzuschalten, gelang es den Borg Velaya und ihr gesamtes Team, also Armakuni, Serana, Kaldrissia und unsere Wissenschaftsoffizierin Satra, hier, sie hier, zu assimilieren. Ja, war eine sehr verstörende Erfahrung für mich, das kann ich euch sagen. In diesem Zustand waren sie nicht in der Lage, sich den Befehlen des Kollektivs zu widersetzen und waren gezwungen, die Waffensysteme des Borg-Unikomplexes wieder zu aktivieren und mussten sogar gegen das Team von Harry Kim und Esri Dex kämpfen. Und Velaya war dann als One of Five, war als Vinculum-Drohne ausgestattet, war gezwungen, Sternenflottenoffiziere nicht nur anzugreifen, sondern sie auch zu assimilieren. Und als Vinculum-Drohne hat sie dafür gesorgt, dass ihr Drohnenteam, also Kaldrissia, Serana, Armakuni und Satra, immer wieder auf die Füße kamen, wenn die vorübergehend gefallen waren. Das hat ganz, ganz schlecht ausgeschaut für Esri und ihr Team. Und erst gegen Ende von Folge 448 gelang es Esri Dex, den Fünfen ein Gegenmittel zu injizieren, das sie aus der Assimilierung wieder herauslöst. Das war also zum Ende der letzten Folge. Und zwar haben wir jetzt immer noch diese Borg-Technologie an uns, wie ihr hier unschwer sehen könnt. Aber wenigstens sind wir wieder wir selber und haben wieder die Kontrolle. Und jetzt hofft Esri Dex, dass wir irgendwas erfahren haben, solange wir assimiliert haben, was uns hilft, den Code zu knacken. Ich lese den Dialog hier nochmal vor. Es gilt außerdem noch, das Beta-Team, Team Beta zu retten. Uns bleibt noch, also okay, uns bleibt noch Teil Zeit, Team Beta zu retten, aber zuerst müssen wir unsere Primärmission hier erfüllen. Wir haben keinen Zugriff auf die Schildsteuerung. Mit Ihrer Erfahrung mit den Borg, kennen Sie etwas, mit dem wir Codes knacken können? Ich denke schon, ich muss mich mit einem Netzwerkknoten verbinden. Einen Moment. Gott, ist das schön, wieder ich selbst zu sein. Es war sehr unerfreulich. Es war so hilflos zuzuschauen und nichts tun können. Man musste die Anweisungen des Kollektivs befolgen. Eine andere Option gab's nicht. Aber eine interessante Erfahrung. Da haben die Programmierer sich mal wieder selbst übertroffen. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatten Sie wohl keinen Erfolg. Die Codes wurden geändert. Wir müssen an die Quelle kommen, um auf die Schildsteuerung zugreifen zu können. Haben Sie eine Idee, wie wir das schaffen können? Ja, ich weiß auch, wo sich Team Beta befindet. That's good. Once we rescue Beta Team, we'll send them back here to await transmission of the control codes. That should let us take the shields down before the Borg block access again. Das ist gut. Sobald wir das Team Beta gerettet haben, schicken wir sie hierher zurück, um auf die Übertragung der Steuerungscodes zu warten. Dann sollten wir die Schilde herunterfahren können, bevor die Borg den Zugriff wieder blockieren. Verstanden. Machen Sie sich bereit, zur Assimilierungskammer zu beamen. Dann machen wir das mal.
Ich weiß nicht. The Vinculum is a priority target. Waffen bereit machen, da kommen sie. Das Vinculum hat Zielpriorität, ja, wissen wir. Das habe ich schon während der ganzen Mission zugemacht. Aber nicht verhindert, dass wir trotzdem assimiliert wurden. Da haben wir das Vinculum, weg mit dem Dreck. Ihr könnt euch vorstellen, dass Vela jetzt eine Mordswut im Bauch hat, wie ihr ganzes Team nach dieser Erfahrung. Ja. Die sind sicherlich höchst motiviert, so motiviert wie noch nie zuvor, hier aufzuräumen. Da ist noch eine Vinculum-Drohne, weg damit. Mal Runabout rufen, kann ja nicht schaden. Vinculum-Drohne abschalten. Ich meine, sie war nicht so lange borgt wie jetzt Picard damals. Wahrscheinlich hält sich das Trauma da in Grenzen. Ich hoffe nur, wir können all die... Das ist doch der, den wir assimiliert haben. Zumindest schaut er genauso aus. Ich hoffe, wir können... Kommen wir noch rechtzeitig? Praise Luca. We need to hurry before more Borg arrive. Kommen wir noch rechtzeitig? Wurden sie assimiliert? Sie sind inaktiv. Wir können ihnen helfen. Luca sei gepriesen. Wir müssen uns beeilen, bevor hier noch mehr Borg auftauchen. Also offenbar können wir den wieder rausholen. Das heißt, Velaya braucht, wenn das gelingt hier, sie brauchen keine Schuldgefühle haben für das, was sie während ihrer Zeit als Borg-Drohne getan haben. Tja, das Letzte, was sie gesehen haben, ist, als Velaya sie assimilierte. Ich hoffe... Ja. Die alle wurden von Velaya assimiliert, ne? Meine Güte, was für eine Story. Und was ist mit dem, den ich mir gerade im Alkoven angeschaut habe? Den haben wir doch auch assimiliert. Den würde ich auch gern hier rausholen. Das Beta-Team ist ein wenig aufgewühlt, aber sie können sie die Mission fortsetzen. Das kann ich nachvollziehen, wirklich. Sie sind bereit, den Transport zurück zur Shield-Kontrolle zu bringen. Sie halten die Position und warten für uns, um die Access-Codes zu bringen. Sind Sie bereit, zu Sie sind bereit, zurück zur Schildsteuerung zu beamen. Sie werden die Position halten und darauf warten, dass wir ihnen die Zugriffscodes schicken. Der hier ist... Hier sind immer noch Leute von uns drin. Was ist denn mit... Okay, da kümmern die sich drum. Ich sehe schon, Kumark kümmert sich drum. Harry Kim. Gut. Weil... Ja. Bringen wir es hinter uns. Also, es wird sich gekümmert. Das wird schon. Meine Güte. Was soll ich jetzt hier eigentlich genau machen? Da hinten ist ein... Team Beta zur Schildsteuerung. Da ist irgendwas reingeportet. Achso, wir haben sie weggeportet, richtig. Das haben wir ja gerade gemacht. Ich bin dann noch leicht verstört nach der Erfahrung als Borg-Drohne. Echt jetzt... War echt ein bisschen verstörend. Check the ceilings for Vincula. And watch out for bomber drones. Achten Sie auf mögliche Vincula an der Decke. Ja, hier ist eins. Ah, jetzt kann ich es anwählen. Okay. Und hüten Sie sich vor den Bomberdrohnen. Was? Bomberdrohnen gibt es hier auch noch? Vinculum-Drohne. Abschalten.
Vinculum, da muss ein Vinculum sein, da oben, jawohl. Weg damit. Ja. Ich meine, nach der Erfahrung ist. Hat Velaya ja mit Sicherheit einiges vom Borg-Kollektiv in sich aufgenommen, ne? Das heißt, sie ist jetzt. Noch höher qualifiziert im Kampf gegen die Borg als je zuvor. Wenn wir das mal positiv betrachten, das Ergebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich remodellieren muss, aber ich mach's jetzt mal. Nochmal assimiliert ihr mir nicht, das sage ich dir. Was ist denn mit dir los? Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schau mal, ob ich dich ein bisschen hochheilen kann, damit du wieder mitmachen kannst. Geht gar nicht. Lässt das Spiel nicht zu. Geht nicht. Ah, sie ist von alleine wieder aufgestanden. Serana liegt schon wieder auf dem Boden. Ich muss echt was tun, damit sie stabiler steht. Da muss ich mal. Was hat sie denn für Ausrüstung? Die müsste doch bestens ausgerüstet sein. Ah, ihre Schilde kann ich noch aufwerten. Na dann. Weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ich habe bei ihr mal die Ausrüstung ausgetauscht und wahrscheinlich habe ich dann versäumt, sie auf MK15 aufzuwerten. Ach, da ist die Vinculum-Drohne. Dich habe ich gesucht. Du hebst niemanden mehr auf. Okay. Wir müssen da lang. Jetzt kommt das dicke Ende, oder? This looks like a command center. Okay, let's see if we can take their shields down here. You won't be shutting anything down, Captain. This is where your resistance will be annihilated. No, it can't be. Not always pleasant to look in the mirror, is it, Harry? Now, the smart move here would be to surrender for assimilation. But I know you, Harry, better than anyone. You're going to play the hero for the last time. Okay. Noch eine Überraschung, das habe ich nicht erwartet. Ausgerechnet, ja, der Spiegel Harry, oder? Warum bewegen sich diese Langröhren sich? Ja. Noch mehr Vinculum, ja klar, unbedingt Vinculum Primärziel. Sie sind stark, stärker als die meisten, das ist sicher. Aber wie es bei ihren Borg so schön heißt, Widerstand ist zwecklos. So, ich kümmere mich um die Winkel. Ich sollte auch ein bisschen auf die Gesundheit meiner Leute achten. Ich brauche hier jeden Einzelnen und es wird hier bestimmt nicht witzig. Bis jetzt schaut's noch gut aus. Serana kriegt mal von mir ein Wisch, das hier, das erhöht alle ihre Werte vorübergehend. Denken Sie daran, wenn Sie auf den König schießen, sollten Sie nicht verfehlen,
So wie es aussieht, wird seine Majestät mitkämpfen. Der König hat ein Nanitenschild und Feuer kommt nicht durch. Okay, jetzt müssen wir einen Weg finden, dieses remodulieren. Diese Serana liegt trotzdem. Ich dachte eigentlich, dass mein Buff ihr die Werte so erhöht, dass sie hier besser klarkommt. Ist auch wahrscheinlich so, aber ihr seht ja, reicht nicht. Ich muss unbedingt die Schilde verbessern. Die Naniten wurden verstreut. Schießen sie auf den König. Ja, wir sind voll von Naniten, von Esris Gegenmittel, von den Borg-Naniten, von der Assimilierung noch. Dann hier mal das Runabout wieder rufen. Makuni muss aufgestellt werden. Hallo, ich werde festgehalten. Nicht witzig. Makuni steht wieder. Gleich mal ein bisschen heilen hier. Aber gut, er nimmt Schaden. Es könnte schlimmer sein. Ausweichen, ja. Gut, der hat vielleicht noch ein Ass am Ärmel. Ich hole mal hier unseren Elachi-Läufer noch mit zur Hilfe. Sein Nanitenschild ist wieder hochgefahren. Achten Sie auf Ihr Feuer. Die Naniten wurden verschwunden. Ja, gut, ist wahrscheinlich immer derselbe Text. Ich muss das nicht jedes Mal vorlesen. Die Röhren bewegen sich wieder. Bereiten Sie sich auf mehr Vincula vor. Gut, also Vincula abschalten. Na gut, nehme ich den zuerst. Ist gerade egal. So, Vincula erledigt. Hier ist bestimmt noch eine Vinculum-Drohne. Ich muss remodulieren. Und dann wieder, meine Leute, geht's noch gut gesundheitlich. Aber er hat sich wieder hochgeheilt. Was ist das? Antiprotonenleine? Kann er nicht gut für ihn sein? Das ist es, euer EPS-Bombardement von Serana. So, dann weg mit der Vinculum-Drohne. Könntest du jetzt bitte mal da... Gesundheit meiner Leute ist gut. Wenn wir hier fertig sind, werden sie alle zu Elite-Drohnen werden. Nein, ich werde lieber sterben, als dass ich zu einer Drohne werde. Sein Nanitenschild ist wieder hochgefahren. Achten Sie auf Ihr Feuer. Gut. Wie gesagt, wie ich schon in der Folge 1 erklärt habe, also in dem ersten Teil dieser... Velaya ist ja eigentlich für den Kampf gegen die Borg bestens ausgerüstet. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Alles auf Gold. Die gesamte Omega-Einsatzgruppen-Ausrüstung auf Gold. Und auch von der Skillung her ist sie hier eigentlich auf Borg-Kampf optimiert. Mehr, also besser kann ich's glaube ich nicht machen. Ich muss Serana auf die Füße stellen. Ich brauche hier wirklich jeden. Wenn mir noch mehr ausfallen, wird es hier noch unlustig, richtig unlustig. Und gleich heilen. Borgkönig. Der Borgkönig ist Harry Kim. Wer hätte das denn gedacht? Aber er nimmt Schaden jetzt, ja. Also er kriegt richtig... Ich sollte flankieren. Den Flankierungsbonus nutzen, denn ich habe 10% mehr Schaden oder so. You found some powerful friends, Harry. Word to the wise. Watch your allies closely. Their smile might be hiding a knife. Ein Hinweis? Oh, die ist mit den Nerven fertig. I will not be assimilated.
I will not allow it! It's going to be all right. You're safe with us. Harry. Captain Kim. We need to return to our ships, Captain. Die sind alle ganz schön traumatisiert worden in dieser Folge. This is far from over. Die haben alle ordentlich eins eingeschenkt bekommen, würde ich sagen. With your mirror self can be rough, but I not only met him, I fought him and saw him die. Ich habe gehört, dass es ganz schön extrem sein kann, auf sein eigenes Ich aus dem Spiegeluniversum zu treffen, aber ich habe nicht nur gesehen, ich habe gegen ihn gekämpft und ich habe ihn sterben gesehen. Geht es Ihnen gut? Yeah, I'll be fine. I am a little worried about Komarke, though. I know she's been through a lot, but to kill someone in cold blood, even a Borg. Ja, es wird schon gehen. Ich mache mir jedoch ein wenig Sorgen um Komarke. Ich weiß, dass er eine Menge durchgemacht hat, aber jemanden kaltblütig zu töten, auch wenn es nur ein Borg war. Je schneller wir hier fertig sind, desto eher können wir ihr helfen. Right. We still have a job to do, no matter what. Okay, wir haben ja allerdings noch immer etwas zu erledigen. Übermitteln wir die Codes an Team Beta, Captain. Ja, Komarke ist Forscherin, ne? Also. Und sie war ja selber schon mal nahe dran, assimiliert zu werden. Sie haben ja dran gearbeitet. Das war in Folge 444. Befehlscodes herunterladen. Please tell me you have the command codes. Bitte sagen Sie mir, dass Sie die Codes haben. Eins hat mir jetzt in der Videosequenz nachdenklich gemacht. Er hat gesagt, dass wir uns davor in Acht nehmen sollen, dass manche mit einem freundlichen Lächeln ein Messer hinterm Rücken haben könnten. Ob das eine Anspielung darauf ist, dass die Eterianer vielleicht doch nicht so nett sind, wie es im Augenblick scheint, ist natürlich reine Spekulation. Aber wir sollten diesen Gedanken mal im Hinterkopf behalten, dass das sein kann. Ja, ich übermittle sie nun an Team Beta. Einen Moment. Ich meine, vielleicht haben die Eterianer ja was mit der Erschaffung dieser Sorte Borg zu tun und das verschweigen sie uns. Reine Spekulation. Ich mache nur Gedankenspiele. Beta-Team reports, the codes were effective. The Unicomplex shields are down. Team Beta meldet, dass sie kurz funktioniert haben. Die Unicomplex-Schilde sind heruntergefahren. Okay, verschwinden wir von hier. Und vor allem werden wir diese Implantate los. Das ist dann wohl doch Kuhmarke, aber ich finde, die sieht ja gar nicht ähnlich. Wir haben ja ein Problem, eigentlich mehrere. Schießen Sie los! We managed to shut down the central beam they were firing into the vortex while you were captured. But now they're firing three beams at it. It looks like they're trying to escalate whatever it was they were doing to the vortex when we arrived. Wir konnten während ihrer Gefangenschaft den zentralen Strahl abschalten, den sie in den Wirbel gefeuert haben. Doch jetzt feuern sie drei Strahlen. Anscheinend versuchen sie ihr Vorhaben für den Wirbel zu eskalieren. Dann müssen wir diese Emitter ausschalten. Easier said than done. While most of the Unicomplex is unshielded, the Borg have large capital ships shielding the emitters. We'll have to deal with those ships before we can take out the emitters. Leichter gesagt als getan. Der Großteil des Unikomplexes ist zwar ungeschützt, aber die Borg haben Großkampfschiffe, die Emitter schützen. Wir müssen diese Schiffe beseitigen, bevor wir die Emitter ausschalten können. Verstanden? The Undine Planet Killer is en route to this location, but it won't be able to fire until the emitters are out of commission. We need to take them down as soon as possible. Der Planetenzerstörer der Undinen ist hierher unterwegs, doch er wird nicht feuern können, bis die Emitter außer Gefecht sind. Wir müssen sie schnellstmöglichst ausschalten. Anscheinend haben wir eine Menge zu tun, Captain. RRW Hifa Ende. Hifa, keine Ahnung, ist romulanisch. The Undine are still with us, moving into formation. Die Undinen sind noch. Time to do ours. If we don't take these emitters out, we all lose.
Die Undinen sind noch auf unserer Seite und werden beschossen. Sie machen ihren Teil, Captain. Es ist Zeit, dass wir auch unseren Teil erledigen. Wenn wir diese Emitter nicht ausschalten, verlieren wir alle. Also der Emitter muss ausgeschaltet werden, bevor der Planetenzerstörer kommt, weil wenn der auf dieses Schiff hier zerstört, solange der Strahl läuft, solange der Emitter aktiv ist, geht hier alles hoch. Haben wir ja gelernt, hat uns der SD erklärt. So, Moorhuhn schießen. Picking up a localized defense field around the emitter. Some type of ECM. Once the shield is down, we can use the ECM to disrupt the field and target the emitter. Was war das eben? Sobald der Schild deaktiviert würde, konnten wir Gegenmaßnahmen einsetzen, um das Feld zu stören und den Emitter ins Visier zu nehmen. So. Ich schlage vor, wir nehmen uns die großen Schiffe vor. Diesen Borg-Kubus da zum Beispiel. Parasitäres Eis hat sich eigentlich ganz gut bewährt für solche Sachen. Subraumwirbel. Unsere Schilde mal umverteilen. Das habe ich auf die Taste Steuerung S gelegt, damit ich nicht immer hier draufklicken muss. Der Kubus wurde deaktiviert. Schalten Sie das Verteidigungsfeld des Emitters aus, damit wir ihn zerstören können. Ja, gut. Wo ist er denn? Der Emitter. Ah, da ist irgendwo ein Questgebiet. Da müssen wir. Da, Beta, da ist eine Markierung. Anvisieren und feuern kann ich nicht. Aber Emitter stören, das geht. Gut gemacht. Der Emitter Beta ist angreifbar. Schalten Sie ihn aus. Emitter Beta ist ausgeschaltet. Nächster Stopp ist Punkt Gamma. Ah ja, da. Da kann ich sie sehen. Übrigens, es dauert jetzt so lange, wie es dauert. Ich werde hier keine neue Folge aufmachen. Es kann immer lang dauern. Und ich möchte schon gar nicht mitten im Kampf. Right. Let's hope these Aetherian upgrades keep us in the fight. I'm reading a considerable increase in Borg defenses there. Help! Best speed to point Gamma. Engage. Ich habe. It's in our way. Take it down. Ich habe gerade von den Undinen gehört, der Planetenzerstörer trifft bald ein. Lassen Sie uns hoffen, dass Sie. Oh, ich muss vor lauter Gequatsche. Das ist gerade echt ein bisschen. Ja, vielleicht sollte ich. Ich muss mich mal ganz kurz verkrümeln. Hilft nix. Ich kann meine Aufgabe nicht erfüllen, wenn ich hier jetzt hochgehe. Puh. Gut, dann nehme ich mir mal hier ganz kurz die Zeit. Also. Diese. Lassen Sie uns hoffen, dass Sie den Finger vom Abzug halten können, bevor die Emitter. Bis die Emitter deaktiviert sind. Die sind aggressiv, Captain, aber nicht selbstmörderisch. Ja, lassen Sie uns hoffen, dass Sie uns diese Upgrades der Aetherianer im Kampf helfen. Ich messe einen starken Anstieg in der Verteidigung der Borg dort drüben. Steuermann, bringen Sie uns so schnell wie möglich zu Punkt Gamma. Energie. Dieser Oktaeder wird nicht kampflos aufgeben. Er versperrt uns den Weg, Captain. Zerstören Sie ihn. Also Oktaeder ist unser Ziel. Wo ist er denn? Gerade habe ich ihn noch kurz gesehen. Das habe ich bei meiner Regruppierung, also um das Wort Flucht zu vermeiden, ein bisschen die Übersicht verloren. Da ist er ja. Feuer. Parasitäres Eis, Schneidstrahl, Wirbel, Subraumwirbel einsetzen. Alles, was drin ist, auf den. Und Hülle heilen. Ich bin froh, dass ich den verbesserten Hülleheilung, dass ich die habe hier. Das
ist hier gerade echt ein Vorteil. So, die Folge ist eigentlich voll, aber wie gesagt, ich mache hier keine neue Folge auf. Wäre ein bisschen blöd mitten im Gefecht. Der Oktaeder wurde zerstört. Schalten wir das Verteidigungsfeld des Emitters aus. Also auf Gegenstände nehmen, näher ran. Und unserer Hülle geht's gut. Emitter stören. Ja, genau. Die Verteidigungsfeld von der Mittagkammer ist deaktiviert. Sie wissen, was zu tun ist. Ich messe eine starke Energiequelle bei Punkt Delta. Wir müssen dahin, schnell. Ja. Also. Ich hab. No pressure. Understood. We're on it. Ich hab. Best speed to Point Delta. No time to lose. Kam nicht mehr dazu, das vorzulesen. Aber ihr könnt bei mit der Pause-Taste den Chat anschauen. Okay. Also irgendwer führt hier immer noch das Kommando. Wenn es nicht mehr der bereits erledigte Spiegel-Kim ist, wer dann? Was ist... Wo muss ich hin? Ich musste doch... Ja. Den Strahl müssen wir noch ausschalten. Was ist? Unimatrix zerstören ist gerade Aufgabe. Was zur Hölle? Die Borg haben einen Wüter? So sieht es wohl aus, Captain. Ich vermute, die Borg haben das Design rückentwickelt und selbst gebaut. Hier wird ja gerade alles aufgefahren. Das muss ein Unimatrix-Schiff sein, ihr Flaggschiff. Ich muss auf meine Schilde achten, während ich vorlese. Das ist ein bisschen... Ja... Wir können uns später noch klassifizieren. Schalten Sie es aus. Ja, gute Idee. Bin ich ganz bei dir. Da Schneidstrahl, dann Chemozid und verteiltes Anvisieren. Und jetzt alles rein, was drin ist. Los geht's, auf geht's, Feuer. Dann hauen wir das Anno raus. Und das hauen wir noch raus. Feuer konzentrieren, jawohl. Gibt 10% extra. So, gleich hat er es hinter sich und dann können wir den Strahl deaktivieren. Wir haben es geschafft, das Flaggschiff der Borg ist ausgeschaltet. Also es gibt ein paar Zeilen, die ich vorhin nicht mehr vorlesen konnte, weil die Videosequenz dazwischen kam. Aber ich glaube, ich kann daran jetzt gerade nichts ändern. Wenn ihr das unbedingt, wenn das für euch wichtig ist, spult ein Stück zurück und schaut euch... Warte mal, ich kann den Chat ja nochmal aufrufen. Hier. Emitter stören. Da ist jetzt einiges verschluckt worden. So, jetzt sollten wir... Sein Verteidigungsfeld ist aus. Erledigen Sie ihn. Es ist soweit. Ziehen Sie sich auf eine sichere Entfernung zurück. Der Planetenzerstörer hat die Freigabe zu feuern. Okay, Gegenstand. Descent zu sicherer Entfernung. Hallo? Ach so, okay.
besser. I offer sincere greetings. You have succeeded against staggering odds. An die Schiffe der Allianz und der Undinen. Ich grüße Sie. Sie haben trotz aller Schwierigkeiten gewonnen. Tassen Fey, ich dachte, Ätherianer können im Flüssigkeitsraum nicht überleben. Correct. However, the Harmony is safely within the spatial anomaly once occupied by the Unicomplex. There is no fluidic material of any kind in here. It is, as you might say, a pocket of normal space. Richtig, allerdings befindet sich die Harmonie sicher innerhalb der Raumanomalie, die einst vom Unikomplex besetzt war. Hier gibt es kein flüssiges Material. Es ist, wie Sie sagen würden, ein ganz normaler Raum. Ich verstehe. Warum sind Sie in der Anomalie? A valid question. We are here to prevent another incursion by the Borg Kingdom. They do not give up easily. We believe that unchecked, the odds of them attempting to recreate a vortex are high. Simply put, we must be vigilant. Eine gute Frage. Wir sind hier, um weitere Einfälle durch das Borg-Königreich zu verhindern. Sie geben nicht so leicht auf. Wir glauben, dass Sie versuchen werden, einen neuen Wirbel zu öffnen. Kurz gesagt, wir müssen wachsam sein. Ich verstehe. Kommunikation, rufen Sie die Undinen. Sie werden eine Erklärung erwarten. Admiral von Drolzak, ich vermute, dass Sie das Schiff in der neuen Anomalie entdeckt haben. Ja, das haben wir. Es handelt sich um Ätherianer, Verbündete von uns im Kampf gegen die Borg. Under normal circumstances, we would order them to depart the sector or face destruction. But as we both know, these are not normal circumstances. As long as that anomaly is in place, these Aetherians are protected from any attack. We will be watching them, however. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise würden wir Ihnen befehlen, den Sektor zu verlassen oder Sie auszuschalten. Doch wie wir beide wissen, sind dies keine normalen Umstände. Solange die Anomalie hier ist, sind die Ätherianer vor allen Angriffen sicher. Wir werden sie jedoch beobachten. Vielleicht kann die Allianz da helfen. Ein großzügiges Angebot, doch wir müssen ablehnen. Dies ist eine interne Angelegenheit. Also gut, kontaktieren Sie uns, falls Sie Ihre Meinung ändern. I can't say I'm surprised they turned down your offer. Still, what happened here today may very well be the first step toward better relations with the Undine in the future. Es überrascht mich nicht, dass Sie Ihr Angebot abgelehnt haben. Trotzdem, was heute hier geschehen ist, könnte der erste Schritt zu besseren Beziehungen mit den Undinen sein. In der Tat. I think it's time for us to go home. Ich denke, es ist Zeit für uns nach Hause zu gehen. Ich möchte unser Willkommen nicht ausreizen. Sind Sie bereit, zum Normalraum zurückzukehren? We made it. I expect there are plenty of people eagerly awaiting our report on DS9. Wir haben es geschafft. Ich vermute, dass viele Leute auf DS9 unseren Bericht erwarten. In der Tat. Then let's not keep them waiting. See you there. Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Wir sehen uns dort. Steuermann, bringen Sie uns in Transportreichweite der Station. Da haben wir also die... Gut geschrieben. Ja gut, dafür haben wir ja jetzt 4 Monate gewartet. Let's stop by medical and have those Borg implants removed. I happen to know one of the doctors there very well. He'll take good care of you. Bevor wir unsere Berichte einreichen, sollten wir zur Krankenstation gehen und diese Borg-Implantate entfernen lassen. Ich kenne einen der Ärzte dort sehr gut. Er wird sich gut um Sie kümmern. Wahrscheinlich meinen Sie Dr. Bashir. Der ist ja auf Deep Space Nine stationiert, ne? Ein ausgezeichneter Vorschlag, Captain. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Sind Sie bereit? Hier zu Deep Space Nine beamen. There you are. Welcome back. The procedure was a complete success. No more Borg implants for you. Is the patient cleared for duty, Doctor?
Yes, of course. Then if you're up for it, the command staff wants to debrief us. Be safe out there. Doctor's orders. Okay, Abschlussgespräch. Mit Captain Kim sprechen. I don't know about you, but it's good to be back. I don't plan on visiting fluidic space again anytime soon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich werde den Flüssigraum so schnell nicht wieder besuchen. Hoffentlich müssen wir es nicht. I'm still processing the fact that we fought alongside the Undine. They aren't exactly known for being team players. At least as far as the Alliance is concerned. Ich verarbeite noch die Tatsache, dass wir an der Seite der Undinen gekämpft haben. Sie sind nicht gerade als Teamspieler bekannt, zumindest was die Allianz betrifft. Das stimmt, vielleicht schlagen sie eine neue Richtung ein. Anything's possible. But I wouldn't expect an invitation to any holiday parties from them anytime soon. For now, it's like a wise man once said. It's in the purview of the diplomats. Alles ist möglich, doch ich würde keine Einladung zur Weihnachtsfeier von Ihnen erwarten. Und jetzt? Ein weiser Mann sagte einst, es fällt in den Bereich von Diplomaten. In der Tat, ich bin gespannt, was passieren wird. So. I have to say, Borg modifications weren't a good look for you. Thankfully, my chief medical officer was available to remove those. Besides being my husband, Julian's one of Starfleet Medical's best. Ich muss sagen, die Borg-Modifikationen haben nicht zu Ihnen gepasst. Zum Glück konnte mein leitender medizinischer Offizier sie entfernen. Julian ist einer der besten Offiziere in der Sternenflotte. Die hat gerade was von Husband gesagt in der englischen Audio. Das ist hier in der Übersetzung nicht drin. Offenbar sind die verheiratet. Ich schätze die Mühen von Dr. Bashir, Captain. Danke. Between you and me, I'm concerned about Kumarke. I was a counselor on DS9 during the Dominion War. I know post-traumatic stress when I see it. Keine Ursache unter uns. Ich sorge mich um Kumarke. Ich war ein Berater auf Deep Space Nine während des Dominionkrieges. Ich erkenne posttraumatischen Stress, wenn ich ihn sehe. Ist ja nicht zu übersehen. Da brauchst du nur ein bisschen Empathie und dann erkennt es. War nicht zu übersehen. Die war mit den Nerven fertig. Ich bin auch besorgt. Sie ist ein We'll need people like her out there if the Borg Kingdom comes back for a rematch. That's a worry for another day, though. For now, their invasion is over. Sie ist ein guter Offizier. Sie ist ein guter Offizier. Wir brauchen Leute wie Sie, wenn das Borg-Königreich zurückkommt. Aber das ist ein Problem für später. Fürs Erste ist Ihre Invasion vorbei. Danke für alles, was Sie und Ihre Crew getan haben. Gern geschehen. Gute Reise, Captain Dex. Wir können noch mit Kumarke sprechen. Ich habe in Star Trek Online noch nie einen Charakter weinen gesehen, bis heute. Well, my friend. Once again, we have prevented a great calamity. It's becoming something of a specialty for us, I think. Nun, mein Freund, wieder einmal haben wir eine große Katastrophe verhindert. Es wird zu unserer Spezialität, denke ich. Ja, Admiral, wie geht es Ihnen? Unsere Mission war entsetzlich, gelinde gesagt. I'm perfectly fine, thank you. The Lucari are quite resilient people. I will endure. Don't worry. Mir geht es gut, danke. Die Lucari sind ein widerstandsfähiges Volk. Ich werde es aushalten. Keine Sorge. Zögern Sie nicht, einen Berater um Hilfe zu bitten. Die Bürde des Kommandos kann schwer sein. Yes, yes, you're right, of course. Thank you for the kind advice. Ja, Sie haben natürlich recht. Vielen Dank für den freundlichen Rat. Gern geschehen, Admiral. Also ich glaube, das ist Fassade, die... Ja, ist klar. Die ist traumatisiert. Das war nicht zu übersehen. Das kann doch nicht vorbei sein. Your report on the events in fluidic space was quite thorough. The temporary alliance with the Undine was unexpected, as was the arrival of the Aetherians. Ihr Bericht über die Ereignisse im Flüssigraum war recht ausführlich. Das vorübergehende Bündnis mit den Undinen war unerwartet, genau wie die Ankunft der Aetherianer. Das ist milder ausgedrückt. I will update the leaders of the assembly. I suspect they will want to monitor the situation in fluidic space quite closely. Should another incursion occur, they will want to take action. Ich werde die Anführer der Versammlung informieren. Ich vermute, sie werden die Lage im Flüssigraum beobachten wollen. Sollte es zu einem weiteren Überfall kommen, werden sie handeln wollen.
Ich denke nicht, dass das Borgkönigreich bald wieder ein Problem werden wird, doch es ist klug, wachsam zu bleiben. Naja, also die Eterianer haben jetzt den Fuß in der Tür im Flüssigraum, ne? Ich bin mal gespannt, was das noch werden wird. Ich muss da an die Warnung von Spiegelkind denken wieder, dass hinter einem Lächeln oft ein Dolch verborgen ist, ne? Kann ich nicht ganz vergessen, diese Warnung. So, dann Titan. Your after-action report was quite impressive. A hard-fought conflict ending with a critical victory. We could not afford to lose fluidic space to the Borg Kingdom. Such a defeat could spell disaster for all of the Alliance. Ihr Einsatzbericht war sehr beeindruckend. Ein mit aller Härte ausgetragener Konflikt, der mit einem kritischen Sieg endete. Wir konnten es uns nicht leisten, dass der Flüssigraum an das Borg-Königreich fällt. Das hätte den Untergang der Allianz bedeutet. Die Undinen waren heute ein mächtiger Verbündeter. Yes, and if our diplomats are successful, they may be our allies again. It's certainly preferable to the alternative. Ja, und wenn Ihre Diplomaten erfolgreich sind, könnten Sie auch in Zukunft unsere Verbündeten sein. Das ist auf jeden Fall besser als die Alternative. Das stimmt, Prokonsul. Auf Ihr Schiff beamen. So, ich will das hier nicht länger als nötig machen. Ich weiß, dass wir schon 16 Minuten, also bei 46 Minuten sind jetzt. So lange mache ich es selten, aber ich werde jetzt da wirklich keine weitere Folge draus machen. Das bleibt so. Sonst muss ich mitten im Kampf schneiden. Das mache ich nicht. Das wäre Wahnsinn. Abgrund des Skorpions. Joyous greetings, friend. Your mission was truly a successful venture. Along with the Undine, you have repelled the forces of the Borg Kingdom and disrupted their command structure. With luck, many cycles will pass before they will be able to pose a threat to us again. For that, the Aetherian Concordium owes you our sincere pledge of gratitude. Your efforts prove, once again, that through harmony, we are secure. Through unity, we are strong. May our friendship continue to grow deeper in the cycles to come. Seid gegrüßt. Ihre Mission war ein voller Erfolg. Zusammen mit den Undinen haben Sie die Streitkräfte des Borgkönigreichs zurückgeschlagen und Ihre Befehlskette unterbrochen. Es wird Sie viele Zyklen kosten, bevor Sie uns wieder eine Gefahr sein werden. Und dafür schuldet das Konkordium der Aetherianer Ihnen seine größte Dankbarkeit. Ihr Vorgehen verdeutlicht erneut, dass wir durch Harmonie sicher sind. Durch Einigkeit sind wir stark. Möge unsere Freundschaft aufblühen. Ich hoffe, dass Sie auch freundlich bleiben. Wie gesagt, wir wurden von diesem Spiegel-Kim gewarnt und ich nehme die Warnung durchaus ernst. Spiegel-Universum Borg-Implantate, das ist Kostümteil. Aha, wahrscheinlich kann man sich da so ein Borg-Implantat jetzt dann anheften. Daily Progress, ja, Universal Kit-Modul. Bei Interesse Pause-Taste drücken und studieren. Ich will es hier nicht unnötig länger machen, als es eh schon ist. Und dann sage ich hier an der Stelle mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.